So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben in der letzten Folge die Gefährtenquests wieder gerade gezogen. Und jetzt müssen wir noch eine machen. Und zwar töte den entflohenen Verbrecher. Ist ein blöd, dass man den töten muss, aber gut, wenn das die Quest so will. Ist ja ein Verbrecher. Kann ich auch nicht ändern. In dem ist ja ein bisschen im Mittelalter. Da wird er schnell mal getötet. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja! Vorsichtig! Entschuldige bitte. Ich hoffe, die ist nicht verbuggt. Weil das ist ganz komisch. Der hat ja irgendwas vom Winterfeste erzählt eben. Und wir sind nicht im Winterfeste. Und hier ist der. Weiß ich nicht. Nicht, dass die auch wieder verbuggt ist. Ein bisschen ärgerlich. Den Questen. Wartet! Ich kenne euch doch. Ihr. Wartet! Ich kenne euch doch. Hier begeht ein Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe mich. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Dann gehe ich mal. Danke. So, Kopfgeld los. Das hat geklappt zum Glück. So, wo ist das Vieh? Unten bei den Höfen, ne? Aber nee, da bewegt sich auf jeden Fall. Also, der ist auf jeden Fall unterwegs. Der Verbrecher. Sternchen innen, ich weiß nicht. Und es könnte sein, dass wir die Nadja Dingsbums schon mal getötet haben. Dass das genauso war. Weil ich so eine Verbrecherjagd habe ich schon mal gemacht, das weiß ich. Und nicht, dass es doppelt belegt ist. Ach, das ist die. Hey. Gefährliche Frau. Oh, Alter. Aber die heißt ja nur Verbrecher, nicht irgendwie. Wir haben einen schwarzen Seelenstein, glaube ich. So, dann wieder zurück zu Wilkas, bisschen Pontius Pilatus. Aber wir haben umgebracht, das weiß ich nicht. Vielleicht war es so mit der Nadja genauso, ich weiß es nicht. Weil die hieß es auch nur Verbrecher. Egal. Wir haben es gerade gezogen. Ist halt ein bisschen doof, dass man dafür in Anführungszeichen schieden muss, ne? So gesehen. Weil du ja, wenn du diese Kommandos eingibst, ist eigentlich das Spiel. Cheaten. Was doch? Ne, das ist sein Bruder. Das war Kass. Wir brauchen Viskas. Da können wir gleich mal verkaufen. Ich habe glaube ich noch ein paar Schrott. Und das Pferd hat auch noch hier Drachenknochen und so ein Kram. Können wir alle mal einlagern. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Er sagte, es sei ein Tzitschik-Mönch gewesen. Tzitschik, ja, den haben wir kennengelernt, den Tzitschik-Mönch. So, rein da, Viskas. Genug Questen für die gemacht, ehrlich gesagt. Es ist schön, euch wiederzusehen. Dieser Verbrecher wird keine Probleme machen. Nach und nach bringen wir diesem Land Ehre. Und ihr habt den Gefährten Ehre gebracht. Und Gold nicht zu vergessen. Abgesprochen. Sprich mit Viskas. Abgeschlossen. Verbrecherjagd.
Fragt die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Hier gibt es Arbeit zu erlegen für die Gefährten. Gibt es immer etwas zu tun. Aber ich habe nun etwas zu erledigen, das eher persönlicher Natur ist. Das ist es. Was bedrückt euch? Eine persönliche Angelegenheit, die ich euch überlassen werde. Was bedrückt euch denn, Kodlaks letzte Lehren. Ich glaube, er hatte recht, was das Bestienblut und Sovngarde angeht. Ich möchte mich selbst reinigen, auf dass ich im Jenseits Ruhm erfahren möge. Ich werde euch helfen, euch selbst zu heilen. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr mich begleitet, Herold. Ihr schleppt doch immer noch den Kopf einer Schluchtweiher-Verräterin mit euch herum, ja? Dann geht voran, zum Grab von Iskramor. Meine Seele ist nun bereit. Begonnen. Ein Reinheitsgebot. Befreie Vilgas vom Wässchenblut. So, wir können uns selbst auch befreien. Wir haben nur noch einen. Ne? Einer hat, glaube ich, Julia abgegriffen. Damals. Bei der Quest. Ich speichere jetzt mal an der Stelle hier. Vielleicht müssen wir das mal versetzen. So. Dann bin ich endlich diesen bisschen Scheiß los. Das geht mir so auf den Keks. Ja, hier geht's nicht lang. Dass wir nicht pennen können und so. Richtig. Das ist echt nicht so schön. Iskramor, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? War ja oben irgendwo, ne? Iskramor. Quest wieder nicht aktiv. Ne, neue Quest gekriegt, ist nicht aktiv. Aus welchem Grund auch immer. Muss sich selber entscheiden, ob man die aktiv haben will. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir nach Winterfeste und gehen dann von da aus. Oder wir können bis hoch reiten, können wir auch machen. Ja, komm, wir reiten. Wir müssen eh noch die. Wir müssen eh die Dings vollkriegen. Die Steine, ne, und so ein Kram. Ja, komm. Komm, Walkers. Diskas. Dasselbe muss man wahrscheinlich für seinen Bruder auch nochmal machen, denke ich mal. Du kannst nach und nach alle heilen. Denke ich mal. Also, ich weiß, dass man Aela nicht heilen kann, das geht nicht. Ich frage, wo da der richtige Weg ist hier. Wir werden hier nach Windhelm reisen, komm. Das ist zu weit jetzt, wir müssen ja noch rein da. Vielleicht müssen wir sogar noch einen anderen Kopf besorgen. Für uns selbst. Hallo? Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Ja, euch? Was ist denn das? Ein Quatsch. Na gut. Ja, da ist er, ist er. Also er spawnt auf jeden Fall nach, von daher brauchen wir da keine Angst zu haben, dass der driften geht. Am besten hier lang irgendwie nach rechts, von nach der Brücke nach rechts. Irgendwie am Ufer ein bisschen lang. Da führt kein richtiger Weg hin, aber wir können aber nicht keine Straßen erwarten hier. Ja, oh, das sieht gut aus. Hier an der Weggabelung. Geht's dann nach rechts. Wir müssen bis da ganz hoch, ne? Ja, das passt. Das passt. Das ist der richtige Weg.
Vielleicht treffen wir noch einen Wolf oder einen Bär unterwegs. Richtig der Weg? Ja. Das ist richtig. Ja, doch ein richtiger Weg hin. Das ist halt schlecht abgebildet auf der Karte. Die Karte finde ich eh ein bisschen. Das hier? Angas Mühle entdeckt. Jemand muss etwas unternehmen. Kopfgeld. Bei Palin zugefügt. Noch eine neue Stadt. Was? Aber das sehe ich gar nicht. Die Stadt Pale. Komisch. Ich mach mich schon mal lang. Ja, mach dich lang. Da ist ein Wolf. Mehrere. Geil. Oh. Abgehauen. Richtige Schisser, diese Wölfe, ohne Witz. Läuft denn da unten rum? Oh. Ist er gefangen? Was war das? Au! Oh. Ich will es gar nicht wissen, was da war, was jetzt über den falsch läuft. Aber der greift den einfach an. Naja, aber wir sind zumindest. Gute Nacht. Nacht, Dreckhund, Schlafhut. Aber zumindest sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist ja die Hauptsache, Osma. Das Beste im Blut. Ich hoffe, wir kriegen das weg. Aber ich habe irgendwas von drei Köpfen gelesen. Aber anders kriegt man es ja jetzt nicht raus. Ich weiß es halt nicht genau. Und deswegen machen wir das jetzt so. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, es wäre, dass wir beide Brüder, für jeden Bruder eine Kopf brauchen und für uns selbst. Und das dann auswählen kann vor Ort. Das sehen wir aber jetzt aus gleich. Was ist denn das hier? Nachttor. Sehr cool. Das war eh falsch. Hier hat man hochgemusst. Jetzt die Markierung mal da drauf. Ich kann durch die Berge reiten, obwohl das immer gefährlich ist, finde ich. Durch die Berge reiten. Und da stehst du dann auf einmal vor irgendeiner Klippe, wo du nicht weiterkommst und so weiter und so fort. Was ist denn los? Naja, macht da was ihr wollt. Kämpfen da hart. Wow. Hier waren wir auch schon mal, ich erinnere mich. So, und oh. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen will. Oh, stimmt, wir nehmen den kürzesten Weg, aber wieder runter. So ein Pär.
Gut, dass Frost ordentlich HP hat. So, Mann. Seele gefangen und einen Bärenpelz gekriegt. Das ist ja auch nicht alltäglich. Harte Eislandschaft hier, ne? Geil. So, checken wir mal die Map. Wo gleich da sein. So, wir stellen dann Frost ja auf dem Dings drüben ab. Dem vor uns liegenden da Inselarchipel. Und dann den Rest gehen wir zu Fuß. Mal auf Frost hier rüber. Ah, kommt er angedackelt. Weil in der Wiki steht, dass man die Quest nur von Whiskers kriegt. In der Tat. Und ich weiß, dass er nicht Whiskers heißt. Aber ich finde es cool, den Whiskers zu nennen. Der Whiskers ist Katzenfutter und der ist ein Hund, verstehst du? Lass da hin. So. Hier ist Gramor. Rollschädel, die sind so schwer, die nehme ich jetzt nicht mit. Hier haben wir Wutrad gekriegt, ich erinnere mich. Ganz schön ein harter Kampf gewesen jetzt bis hierhin. Also nicht an sich, der Kampf war jetzt nicht hart, hierher zu kommen. Aber bis hierhin zu kommen in der Quest fand ich schwierig. Also langwierig, nicht schwierig, aber langwierig. Um. Wenn wir das jetzt wirklich loskriegen, das Mist. Weiß ja auch keiner so richtig, ob das jetzt klappt. Ja, alle leer die Ohren. Wir waren also schon hier. Wir waren sowieso schon hier. Wir haben ja Potluck haben wir ja geholfen. Beim selben Problem. Hier müssen wir hin. Da ist keine Tür gewesen. Mal gucken, wie wir das, wie wir da hinkommen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir nicht so viel Gegner, das ist schon mal erfreulich an sich. Ist eine Truhe, oder? Ist auch schon leer. Lutri-Spawn ist nicht so oft. Wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Lutri-Spawn ist. Der Weg war, glaube ich, falsch. Oh, eine Begräbnisurne, die noch nicht leer, obwohl die ist doch leer. Oh, da war ein Rubin drin, krass. Ah, ich kann nicht mehr rennen. Kannst du was tragen? Schön euch zu sehen. Pasta. Euch auf.
Jo. Bin reingekommen. Ach ja. Irgendwie. Nur den Weg finden. Hier geht's raus, ne? Ne. Aber hier sind wir reingekommen, jetzt. Die Motorradfigur da. Abgeschlossen. Wir müssen hier hin. Ein langer Weg. Es gibt keinen kurzen Weg. Ich habe einen kurzen Weg gesucht, aber den gibt es nicht. Also keine Abkürzung. Hier liegt noch Gift. An die erinnere ich mich sogar. Was? Das ist nicht despawned, ist das Zeug, ne? Oder so. Aber es ist dem Spiel wahrscheinlich im Endeffekt egal. Weil, ja, die Zelle wird ja eh nicht geladen. Wenn ich nicht hier bin als Spieler, dann wird die Zelle eh nicht geladen. Dann ist das eigentlich nur... nur Datenmüll, der irgendwo rumgammelt. In der Engine. Da ist quasi nur der Zustand gespeichert. Kein so schlechtes System, finde ich. Kaiserlicher Bogen auf beiden. Okay, das war schon offen. Wozu die Eile? Hä? Okay. Ah, ich habe keine Zeit. Hier ist noch eine verbrannte Bücher, die brauchen wir nicht. Und jetzt kommt die Speicher nochmal. Ja. Da seid ihr ja. Sprich mit Viskas. Hey Viskas. Ist es vorbei? Ist vorbei. Alles in Ordnung. Steht auf. Hat es funktioniert? Es ist, als wache ich aus einem Traum auf. Ich kann jetzt tiefer atmen. Ich kann nicht mehr riechen, wie euer Herz schlägt. So wie früher. Doch mein Verstand ist klar. Ihr habt mir damit einen großen Dienst erwiesen, Herold. Das werde ich euch so schnell nicht vergessen. Nun würde ich gerne eine Weile mit Iskramor verbringen. Meine Seele ist nun rein. Vielleicht heißt er mich willkommen, wenn meine Zeit da ist. Ich wünsche es euch. Abgeschlossenes Reinheitsgebot. Passt auf euch auf. Hallo. Ho. Oh. Ja, wir haben natürlich jetzt keine Hexe mehr, ne? Das ist das halt.
Ne, Bestiengestalt gibt's noch. Irgendwas mit Hexenraben heißt die, ne? Ja, wir haben keinen mehr. Scheiße! Also müssen wir jetzt mit so langen Questen machen, bis wir von Dings die Quest kriegen. Oh Mann. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja. Wie schwierig das ist. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, das glaube ich. Die wachen bestimmt über meine Kämpfe. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Aber irgendwo ging es hier raus. Irgendwo ging es hier easy raus. Scheiße. Ach, wir müssen nächstes Mal links lang gehen, Richtung Süden. Müssen wir mal merken. Wenn wir reinkommen, müssen wir nach rechts gehen. Denn dann kommen wir direkt in diese Kammer. Scheiße, wo kriegen wir jetzt so ein. Jetzt müssen wir. Wo kriegen wir jetzt so ein. Fuck, Mann. So ein Kopf her. Ich glaube, das ist auch ein Questgegenstand. Ich habe auch keine in der Truhe. Bin mir fast sicher. Wir machen mal, was uns geheißen. Und fragen die Anführer der Gefährten nach Questen. Nützt ja nichts. Machen wir mal eine Schnellreise hin. Das zieht sich das schon seit, was weiß ich, 10, bestimmt 15 Folgen versuchen wir schon, das Bestienblut loszuwerden. Es ist kein Ende in Sicht irgendwie. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz pennen, damit es Tag ist, damit ich ein bisschen Zeug verkaufen kann. Ich habe mal Schrott in der Tasche. Und im Pferd ist auch noch Zeug. Ihr seid hey. Wieder zu Hause. Ja, Mann. Wollen wir etwas spielen? Ich habe leider keine Zeit jetzt für dich. Zurück ins Bett. Aber sofort. Komm auf die Uhr. Spiel. Was, Lüdi? So, 2 Uhr AM. Wollen wir was spielen? Hat die eine Macke oder was? Also echt. So, wir pennen mal bis um 9. Kein Hexenraben. Das ist scheiße. Kein Hexenraben. Nix am Start. Ihr kämpft mit Azuras Stern? Aber wie ist das nur möglich? Azuras Stern, wie ist das nur möglich? Wissen, wenn euch etwas gefällt. Jo, mir gefällt etwas. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Schön, euch zu sehen. Nur ein kleiner Scherz. Für Isolde. Manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Für manche ist es Ramsch, für alle anderen auch. So, ich... Ach, ich wollte doch Julia das Schwert noch geben, hier, den Animus. Müssen wir irgendwo hinlegen jetzt. Blöd. Hier, Vulkankriegsaxt. Brauche ich nicht. Fleischschwert weg. Ah, okay. Mann, wir haben ja auf dem Schrott hier. Fangen wir hier oben an, kaiserliche Rüstung, beschlagene Rüstung, Panzerhandschuhe, Ebenerzrüstung, also die Kohle hat die nicht mehr, Fellarmschiene,
Händlerkleidung. Die behalte ich, mein Händlerstiefel behalte ich auch. Kaiserliche leichte Armschienchen. Die Ketten, Amethystringe behalte ich mal wegen Verzaubern. Schlägerhandschuh behalte ich auch mal. Falls wir mal wieder so eine Quest haben. Okay, da sieht es besser aus. Einige Seelensteine voll gemacht heute auf jeden Fall auch wieder. Ich muss mal durcharbeiten, die ganzen Dings. Ist erstmal nichts, was ich verkaufen könnte. Waffen haben wir durchgeguckt schon. Essen braucht die eigentlich nicht so. Aschfeuermet. Hau weg, ich will es nur loswerden. Gut. Soll doch mal reichen. Es war mir ein Vergnügen, wieder. Danke. Ich hab doch nicht alle durcheinander, ihr Idioten. So. Jetzt möchte ich die Händlerkleidung ablegen. Eigentlich gerne. Die Kisten durchsortieren mache ich mal offscreen oder auf jeden Fall nicht in der Folge. Das wir sind jetzt immer noch in der Folge. Nix. Papa! Ja. Albino-Spinn-Hinterleib. Das klingt ja auch gesund. Ebenerzrüstung. Pack die mal rein. Die können wir auch verkaufen, aber ich pack die mal rein. Vielleicht, kann ich die einem von meinen ganzen Bekleidern geben? Die ganzen Halsketten, so packe ich mal da rein. Das brauche ich dann alles mal zum Verzaubern. Da packe ich mal Zeug drauf. Da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet dann. Das ist gut. Aber da wir ja heute schon mal geschmiedet haben, werde ich das dann nach dem Stream machen. Oder morgen oder was weiß ich. Ja, dasselbe gilt für die Pelze. Gut, dann rennen wir nochmal hoch und gucken wir mal. Gucken wir nochmal nach einer Quest. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nee, Söldner habe ich noch nicht. Vielleicht genau das Richtige für euch. Das könnte sein. Heute haben wir ja nicht so viel geschafft. Dadurch, dass Julia da rumgemähren musste. Mit ihrem Dings. Und am Mittwoch, also nächste Aufnahme-Session, machen wir Sonderstream, also für Weihnachten im Endeffekt. So als kleine Weihnachtsfeier oder was weiß ich. Kann man das sehen. So eine spezielle Questen, so weihnachtliche Questen. Machen wir dann. Lasst uns anstoßen auf eine wunderbare Freundschaft. Der will auch nur saufen, merkt will er nicht. Soll ich mir jetzt von dem eine Quest holen? Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Ich hab auch keine Quest. Hätte mich beibringen, in schweren Rüstungen besser zu bewegen. Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Aha, schwere Rüstung kann man bei dem leveln. Kostet 4400. In der einen Stufe trainieren. 5 Mal müssen wir jetzt trainieren. Ja, bestimmt nicht. Wir sehen uns. Hallo. Der hat keine Quest für mich. Man sieht sich. Aber verpackt. Schön euch zu sehen. Soll ich mal kurz. Ja. Hallo. Die kann man auch mitnehmen. Also gut. Eine gute Bemalung. Wollen wir die heiraten? Ich weiß nicht. Ich bin noch unentschlossen, wen ich heiraten will. Mein Liebster.
Ist auf, Kumpan, ja. Ich warte mal schnell eine Stunde, vielleicht hört er mal auf mit dem Rummi-Boxer da. Vielleicht kann man nur, weil der im Kampfmodus ist, nicht fragen. Ob er Arbeit hat für uns. Ey. Schön, euch wiederzusehen. Ist ja abgefahren. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Wir können Aiela nochmal fragen, ob die was hat. Ich freue mich immer, jemanden zu sehen, auf den ich zählen kann. Habt ihr Arbeit? Der Jarl von Rift hat uns um Hilfe gebeten. Okay. Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Das mache ich. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Kümmert euch umgehend darum. Niemand will, dass ein Tier in seinem Zuhause herumstreunt. Kammerjäger, die haben ja schon 50 Mal gemacht, die Quest. Rift. Muss man noch riften dafür, ja? Ja, ist die Bitterbumshöhle. Aber was wir da machen. Wie läuft's? Willst du mit? Ja, ne, komm, wir nehmen die jetzt nicht mit. Das ist zu schwierig. Das ist zu schwierig für Aiela. Wir holen uns die Madesi-Quest nochmal hoch, aber jetzt. Weil wenn wir jetzt einmal nach Rift reisen. Oh, ein Feuersalz noch. Dann können wir dem das eigentlich auch abgeben, Balimund. Aber ich habe kein Feuersalz. Da können wir gucken, ob die verkauft werden, die Feuersalze. Die Händler sollen jetzt mal ab und zu haben. Hier. Makellose Saphire. Gucken wir mal. So, aber ob wir das schaffen, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Wir sehen uns in Sofengarde.